Willkommen zur Show. Ja, Star Wars Show. Man fuchtelt da mit einem Genie schwer durch die Gegend und ja, und dann ist die Macht. Die Macht ist so stark in Rey, dass Luke Skywalker Angst bekommt vor Rey. Wow, wow, wow. Wo sind wir richtig beim zweiten Trailer? Brand News. So, Brand News bedeutet heute in der Show mal wieder richtig hier mit dem Trailer 2 und diverse andere Sachen, die da noch eingeblendet werden. Es geht heute wirklich mal zur Sache. Ich muss einfach mal den Lauten machen. Jawohl, ich muss mal einen in Schutz nehmen und das ist hier der Ball. Ey. Ja, es ist lustig. Immer bei den Dreharbeiten passieren die 1940. Guck mal wieder. Mache gerne Sendung für euch, auch wenn sowas passiert. Noch einmal, was ist das für ein niedlicher Ball? Was ist das für ein Ball und warum macht er so? Ja, dann erklärt man denen, dass das nicht so heißt, ne? Sondern so heißt. Ne? Und dass er sprechen kann. Und dass er BB-8 heißt oder BBA. Ja, also wir sind in Deutschland, da heißt er nochmal BB-8. Gut, Krieg der Sterne sagen wir auch nicht mehr, wir sagen Star Wars. Da sind wir natürlich richtig bei der Sache. Rey hat ja ihr Laserschwert. Ja, wir haben das Schwarze. Das hat ja auch nicht jeder. Ja, ich finde es toll, dass wir es haben. Den Black Saber. Warum habe ich das jetzt alles so gemacht? Weil die Sendung heute ist natürlich eine Star Wars Sendung, die bleibt auch eine Star Wars Sendung, aber ich erlebe hier die deutschen Klöpse, was ist das für ein Ball, oder die Kunden spielen hier in dieser Star Wars Lounge, das dürfen sie auch, mit diesen guten Sachen rum und dann auf einmal, junger Mann, wie bekommt man das denn wieder aus, ne? Ja, und dann zeigt man denen das, oh, Wahnsinn, und wie schnell das wieder angeht und wie man damit rumfuchteln kann, ne? Und wie man damit arbeiten kann. Oh, ich finde es toll, muss ich einfach mal sagen. Und wie gesagt, hier der arme Kerl, hier der BB-8, ne? Der steht nämlich momentan im Schaufenster, habe ich euch ja gezeigt. Und halt hier mit dieser Flamme, ne? Und dieses, ne? Und alle meinen, der macht so. Nee, sage ich, der macht nicht so. Ne? Den gebe ich auch günstig ab, unter, ne? Ja, ja, verrate ich jetzt nicht, aber ist halt so. Alles wird günstig abgegeben, aber nicht, weil doch. So, wir haben an einer Litfaßsäule kleben die sogenannten Star Wars Hasser. Die mögen also Star Wars nicht. Sie mögen das 3D nicht, sie mögen das 4K nicht, sie möchten auch den Kanon nicht und sie mögen halt nur die 3, 4, 5 und 6. Warum man da stehen bleiben möchte und warum man extra so Hasskleber macht, die man dann da hinklebt, weiß ich nicht. Ist aber so, ist leider so. Heute in der Sendung, wegen dem Trailer 2 ist ja vieles passiert, da musste ich mir auch ein Skript, ja, heute muss ich zum ersten Mal mit einem Skript arbeiten und werde euch einige Fragen stellen und ich freue mich natürlich, wenn ihr unten drunter schreibt oder hier bei den 100% Facebook-Freunden, ja, die Verrückten sind über 20.000, also wir haben jetzt mal die Österreicher und die Schweizer, also die sind ziemlich hassend unterwegs mit Star Wars. Die Verrückten ist klar, da ist alles Mögliche, da ist kaum Hass, aber da geht es richtig zur Sache. Nur sollte man da vorsichtig sein, da solche Parolen reinzuhauen, die ich jetzt hier gleich reinhauen werde. Da geht nämlich dann tierisch die Post ab. Also ich brauchte zum ersten Mal ein Skript wegen dem Trailer 2. So, weil der ist so neu und da sind so Sachen wie Eiswesen und natürlich genau... Was macht der Pinguin neben Chewbacca? Ja, der neue Star Wars Trailer ist eine Augenweide. Doch er führt den Zuschauern absichtlich in die Irre. 5 Antworten auf 5 Fragen. Ja, heute war also richtig was los. Ich hatte dann auch den Jüngsten hier. Der hat sich extra 2 Pistolen gekauft. Ich sage, aber die beiden Pistolen, das sind Erbsenpistolen, die haben aber nichts mit Star Wars zu tun. Der war natürlich oder hat den Trailer gesehen mit dem Cowboy, den Cosmic Cowboy, der da festgenommen wurde von gewissen Sith und so weiter, wo auch Darth, nicht Darth Mogus, genau, Darth Mogus mit seinen Einheiten, also in Old Republic, also ein Game aus Old Republic, hat er da den, ne, entdeckt, den Space Cowboy wieder langgelaufen in den Zeitloop und dann geballert hat, ne? Das fand er toll, wollte er also auch haben, ja,
zwischen 9 und 10 Jahre, die denken sich da eh irgendwie anders. Ist egal. Also wir haben heute 5 Fragen gekriegt. Die beste war der Pinguin, Pokémon. Ne? Was macht der Pokémon bei Star Wars? Man, für mich ist er nicht Pokémon, ist halt ein Pork, okay. Und ein Eiswesen, ja. Und der allerbeste war ja, tötet Rey seine Mutter, Leia. Tut das oder macht das nicht? Ich meine, es ist da schon einiges, könnte sein, aber es könnte hinkommen, dass sie das doch gemacht haben, weil damit Leia sozusagen in Star Wars 9 halt im Gedächtnis bleibt, aber halt nicht vorkommt. Ist ja halt nur mal real gestorben. So. So, Vorgängerfilm The Force Awakens, da waren die Leute ja auch nicht so mit, ne, und so. Und Kylo Ren, also wie gesagt, Kylo Ren. Stimme gehört am Anfang von Supreme Leader Snoke. Ja? Die Frage ist, an wen war das bedrohliche Kompliment überhaupt gerichtet? Ja, ich habe dich gefunden. Ne? Im Trailer ist die Stimme zur Aufnahme von Kylo Ren mutiert. Doch Trailer haben die Augenangewohnheit, die Zuschauer auf falsche Fährten zu locken. Meiner Meinung nach stammt die Tonspur aus einer späten Szene, nämlich jener, als Snoke Rey gefangen hält und foltert. Ja, Rey wird von Snoke gefoltert. Ja, und das Treffen zwischen Luke und Rey, wo Luke auf einmal merkt, dass Rey eine Wahnsinnskraft hat, wo das wirklich am Krachen war, da sah man zum ersten Mal, dass Luke Skywalker Angst hatte. Richtig Angst hatte, ob es an seinem Alter liegt. Keine Ahnung, in seiner, ne, dass er, wie gesagt, Kylo hat er nicht so ernst genommen, und Rey ist also sehr mächtig. Rey ist ziemlich mächtig und dann fragt man sich schon, was ist denn da alles passiert, wo kommt sie her, wieso war sie isoliert und all solche Sachen. Ob da aufgeklärt wird, welchen Vater sie hat, weiß man nicht. Jedenfalls, der Snoke nimmt sie regelrecht auseinander, er quält sie und sie schafft ihn natürlich aus seinen Fängen zu kommen. Brauchen wir nicht drüber reden, sonst wird ja keine Episode 9 erscheinen mit ihr und Kylo und so weiter. So, bringt Kylo Ren seine Mutter um? Das ist so eine Frage. Bringt Kylo Ren seine Mutter um? Wie er fliegt und dann draufdrückt und abdrückt? Könnte sein, also meiner Meinung nach könnte sein, ja. Weil irgendwie muss das ja hinkommen. Da, ne, muss da halt umgedreht werden und JJ ist ja gerade am Schreiben. Drehbuch mit seinem Kollegen da neu zu schreiben. So, und jetzt kommt's. Kylo macht ja diese Handbewegung, komm, ne? Was er damit meint, weiß man nicht, vielleicht unterhält er sich auch mit seiner Mutter oder mit jemand anderem, weil bei ihm fliegt ja alles in den Ohren. Es könnte auch ein Replay sein, wie er so macht zu Luke, wie er seine Sache da damals niedergebrannt hat. Na, könnte also so ein Rücksprung sein. Es könnte auch passen, aber wir vermuten nicht, weil bei Rey war kein Feuer. Bei Rey war kein Feuer. Sie sagte zwar, bilde mich aus, aber das wird wohl doch die Ansprache auf Luke sein. Bitte bilde mich aus, auch wenn meine Macht, ne, größer ist. Und, ne? Das ist so eine Sache. Aber wir vermuten nicht, dass Rey ein Sith wird. Einige möchten das ja gerne und die Hasser möchten das überhaupt nicht. Ne? Ja, das ist natürlich der Hammer. Was macht der Pinguin? Was macht der Pinguin im Millennium Falcon? Ja, diese Frage beschäftigt wirklich alle. Was macht Pokémon? Also wirklich, also die Hasser, also wenn ich so auf dem Bildschirm gucke, was heute abgegangen ist. Auf eine Art verdammt ruhig, sehr ruhig. Es war, wie gesagt, nur einer da, der darüber sprach. Also es wird ruhiger, weil es könnte sein, dass eine Sättigung eintritt, dass alle satt sind. Von Star Wars kann sein. Ich hoffe, dass ich den Beitrag heute ziemlich lustig gestalte, weil auch ich bin ein bisschen Star Wars müde, mir dauernd sowas anzusehen. Pokémon, warum ist ein Pokémon da? Das ist ein Eiswesen und das ist halt ein Pork. Wo der herkommt, weiß ich ja auch noch nicht. Ne? Also, beschäftigt die Frage am meisten, denn tief sitzt noch das Trauma von Jar Jar Binks. Das ist schon ein regelmäßiges Trauma. Also, ich hatte eine Lady heute da, die auf einer Comic-Con war, in Oberhausen. Da war eine Comic-Con und da haben die da, und dann gibt ja welche, die Ware auch verkaufen wollen. Der wollte ein Brettspiel verkaufen und der war wirklich der Meinung, Jar Jar Binks ist Snoke.
Ja, weil angeblich Jaja Bing ja auch ein Jedi wäre und so weiter und so fort. Also es waren tolle Geschichten heute Morgen, wie der Trailer erschienen ist, aber heute Abend bei den Dreharbeiten, wir sind halt kurz mal eben unterbrochen worden, wegen nochmal, war aber nicht so die Sache. Ja, also die dunkle Bedrohung eingeführt und galt als kompletter Flop. Also der war in der dunklen Bedrohung schon drin, der Pork. Ja, den hat man aber weggelassen, irgendwie mochte, nee, lass mal sein, bringt nichts, ja. Nun aber, Herzig Bingo ist nicht nur ein Merchandising-Knaller, sondern ein Pork, eine Seevogelspezies des Planeten Achtu. Selber schuld, wer an den Agenten-Pinguin in Animationsfilm Madagaskar gedacht hat. Hat also nichts mit dem Madagaskar-Pinguin dort etwas zu tun, sondern es ist ein Lebewesen von dem Planeten Achtu, ich will hoffen, es ist Ahtu, Arsch, ne, am Arsch hängt er immer. Nein, Star Wars Trailer, was soll der Pinguin? Ja, wie gesagt, ich musste zum ersten Mal ausdrücken, ging nicht anders, weil man geht von einer anderen Tonspur aus, die man eingesetzt hat in diesem Trailer, um die Fans so ein bisschen zu verwirren. Also der Trailer 2, die anderen diversen Trailer, die wir ja auch noch hier einblenden werden, einarbeiten werden, wo wir auch drüber diskutieren mögen. Die sind ja immer, entsprechend nicht immer. Na, also damals wusste ich, in der 101. Minute stirbt Han Solo, hatte man mir dann zukommen lassen und dann hat man mir auch die gesamte Geschichte als Skript zukommen lassen. Ich wusste, dass Rey, wie gesagt, eine Schrotthändlerin ist, die da auf dem Planeten und für sich ist und daraus entwickelt sich dann. Finn zum Beispiel wird ja eingeschleust. Finn wird eingeschleust wieder. Man nimmt ihn auf, aber dann wird aber jemand stinkesauer. Dann wird sie nämlich stinkesauer. Jetzt kann ich auch das hier wieder weglegen. Ne? Dann hat sie langsam die Faxen dick vom Rey und kämpft mit ihm. Wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Ne? Ich finde die Originalstimme ja. Ne? Finde ich gar nicht mehr so schlecht. Ne? So, wie gesagt, Captain hier gibt dann auch wieder Gas und die hauen und prügeln sich. Diesmal nimmt er sich auch wieder dieses sogenannte neue Schwert, beziehungsweise den neuen Saber, ein Spezialsaber der neuen Truppen, dieses Spezialtrupps, Trooper, Stormtrooper oder Erste Ordnung Trooper, der da diesen Henker mit diesen schwarzen Einheiten hier an den Sachen, das sind ja die alten. Also die neuen Helme habe ich leider auch noch nicht da. Mit dieser schwarzen Einheit, wo er dann, kann man ausfahren, dann ist er so eine Art Henker, dann zack, ist der Kopf weg. Warum der unbedingt da sein muss, aber ist er halt. Und wie Kylo Ren dann auf Luke Skywalker mit seinen Leuten geht, sind aber auch, weil das ja ein Eisplanet ist, sind die auch natürlich die Ice Trooper. Ja, wieder unterwegs. Habe ich hier noch einen hier? Ja, da oben haben wir noch einen. Ne? Also wie gesagt, diese Trooper-Einheiten natürlich als erste Ordnung, versteht sich, die dann auf dem Eisplaneten in der Eisuniform dann losmarschieren mit ihm auf Luke zu und da ihn aus der Höhle, mächtige Kämpfe finden statt und so weiter. So, Rey. Rey ist nun mal eine machtvolle, also sie merkt selber, dass sie eine Macht hat und Luke merkt richtig, dass da was irgendwie nicht klappt. Irgendwie ist er, also Luke ist zum ersten Mal irritiert, wie bringe ich das Ganze richtig rüber? Und die Figur haben wir ja auch schon da von ihm aus E8, wenn man sich seine Hand so anschaut, aus E8 ist er auch schon da mit seiner Hand. Wir haben natürlich jetzt nicht die andere, also kommt sicherlich auch mit seiner neuen Jute, Kluft und Leder, also Leder-Jute-Einheit, die er da über hat, ist ja nun mal ein kalter Planet. Aber weil die Anfangssequenz an sich aus 7, aber wird also auch schon als 8 gehandelt. Ne? Jedi Master Luke Skywalker aus Version 8. Ja, so wird er gehandelt unter die Nummer 46.
Ja, er ist halt alt geworden, ist ja gerade sehr alt geworden, auch ängstlich geworden. Und wenn man sich drüber nachdenkt, Han Solo, wie gesagt, verstorben, Leia verstorben. Man könnte jetzt hier auch die Narbe einarbeiten hier bei ihm. Dann hätte man das auch ja, sehenswert auf jeden Fall, unterhaltenswert auch. Aber wenn man das hier so sieht, in einer sogenannten Star Wars freien Zone, wo die Leute fragen, was ist das für ein Ball? Ne? Ja, kann man damit, nee, sorry, Fußball spielen kann man damit nicht. Also wenn sie den wegtreten, gut, so schnell geht er nicht kaputt, aber er täte schon weh. Sie sollten also schon feste Schuhe haben, um den wegzutreten. Ne? Also im Original wissen wir ja, kann man den nicht festhalten, dann würde ich auch wegsacken. Ne? Ray, wie er denkt, ich hab ihn, zack, bumm, bei 7 hing er dann da auf ihm, ne? Und so weiter. Ist ja nochmal ein lustiger Vogel, er hier, hat sich natürlich in einige Herzen auch schon eingeschlichen, aber schätzungsweise noch nicht überall. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, der Preis ist ja auch sehr niedrig, ist also nicht so teuer. Ist ja an sich ein Standmodell als Eyecatcher, irgendwo bei uns auch. Ich meine, er fällt ja auf, sonst würden die Leute ja nicht fragen. Da es jetzt so oft war, dass ich jetzt so oft gefragt wurde, was der Ball im Schaufenster für eine Funktion hat. Und ich sagen muss, das ist ein Droide und kein Ball. Das ist aus der neuen Serie. Und wenn die Leute dann fragen, wie den Black Saber. Dieser Black Saber ist nur hier für die Kamera und nur für hier auch zu haben und nicht zu kaufen. Ja? So. Ja. Star Wars. Mittlerweile fragt man sich nach dem zweiten Trailer, was macht der Pinguin, Pokémon, ja, also ich habe viele Sachen da gesehen, viele Hass-Sachen schon, viele Sachen, also der Pock, der wird wohl ein bisschen aufstoßen. Ob das die Älteren sind, so meine Generation, weiß ich noch nicht. Schreibt bitte unten drunter, meine Generation, die ersten, die 79 mit 20 im Kino waren oder die, die auch mit 18 im Kino waren oder 16, 15, sagen wir mal, ab 15. Die ab 15, 1979 im Kino waren und seitdem Star Wars Begeisterte sind. Und natürlich die, die ab 20 oder sogar ab 30 sollten welche anwesend sein, dürfen schreiben. Und diejenigen, die 1980 geboren und jetzt hier mit Star Wars seit 1999 konfrontiert sind, weil viele kommen hier rein, oh, das war noch Zeiten, 1, 2 und 3, das war noch Star Wars. Ja, dann sag ich meistens, meinst du 4 oder 6, weil 4 und 6, das waren die an sich, die er sich da ausgedacht hat. Gut, er hat 12 Filme ausgedacht, die er halt nicht verwirklicht hat. 1, 2 und 3 hatte ja seine Vorgeschichte, warum er das so gemacht hat. An sich hat er sich ja alles ausgedacht. Ist auch eine schöne Sache, die er sich da ausgedacht hat, vor allen Dingen Märchen. So, wenn man wirklich in Ruhe für sich selber und dann stellt fest, jo, das ist an sich die Geschichte von Luke Skywalker, die Familie Luke Skywalker, die durch Jedi, Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi aufmerksam wurden, die Freunde wurden, dann aus dieser Geschichte wurde dann Skywalker, Anakin, der Luke und Leia, ne? Bin dann befreundet mit Obi-Wan. Und wer alles jetzt gesehen hat, wer jetzt alles gesehen hat, jetzt The Rebels, auch die vierte Staffel, die am 16.10. kommt bei Disney XD, wer Rogue One gesehen hat, also richtig gesehen hat und auch empfunden hat, wie es ist, wer wäre alles, nicht nur EU, also das ist ja an sich eine andere Kanon da. Wir bleiben jetzt mal beim American Style, bei der Urgeschichte, die 14 Seiten Skript hatte damals, 1970, George Lucas, 14 Seiten, mehr nicht. Und daraus wurde Star Wars, wie wir es heute kennen, und wir haben mehrere Regisseure mittlerweile, die jetzt hier neue Dramaturgie, neue Regiearbeit schreiben und das in Szene gesetzt haben. Wer diesen Trailer gesehen hat, sieht auch die Glasklarität, also dieses Glasklare,
4K, muss nicht unbedingt 3D sein, aber das ist 4K, 3D, diese Tiefe, wie gesagt, das ist schon zu klar. Das ist schon, ne, hat also mit dem Moving, also Kino hatte Cinema, ja, Kino hatte Tiefe, war so ein bisschen verschleiert, das ist alles weg, das ist glasklar, rau, ja, na, ja, dann nehmen wir es einen Vorspann. Ja, ich habe jetzt Karibik gesehen, da war wenigstens der Disney-Vorspann, ja. Hier ist alles Stille, da kommt Lukas und dann fängt es an. Wir haben Gott sei Dank den Vorspann, der uns wieder einen erzählen wird. Ja, und dann geht es wieder los. Wir wissen natürlich nicht, ob jetzt diesmal von oben nach unten oder von oben nach unten. Also von unten nach oben nach unten. Ihr wisst ja, der Einstieg. Der Einstieg war immer so mit Planeten und mit irgendeinem Flieger. Da hat man uns also auch noch nichts erzählt drüber, ob das geschehen wird. Wir werden es aber merken. Ja, und ich beende jetzt so die kleine Show. Es ging mir ja um den Trailer. Um den Trailer 2, da habe ich gesagt, daraus mache ich eine Show. Und wir reden wieder darüber. Wir hier, die 100% Fans, ja, 100% Fans, die wirklich Begeisterten, die über alles sprechen. Es gibt keinen Spoiler hier, es gibt wirklich Nachrichten und so weiter. Wir unterhalten uns darüber, wie in alten Zeiten. 1979 haben wir auch nicht Spoiler gesagt. Da saß man, ey, komm, wo hast du das her? Komm, ja, ja. Da wurde eine Kassette besorgt, ein VHS-Band. Ja, diejenigen, die noch niemals VHS-Bänder mehr kennen, ne? Oder Hörspiel. Und man saß dann da auf einem kleinen Monitor und schaute sich das an. Komm, mach nochmal, spul zurück und noch einmal. Ja, also so war das. Ja. Und man hatte Spaß. Man hatte Spaß, wirklich. Und die Filme vorher, die man von ihm gesehen hatte, von George, hatte sich einen Namen gemacht. Man hörte also George Lucas, oh, gehen wir mal rein. Ne? Steven Spielberg, gehen wir mal rein. So, man ging ja in Filme wegen den Regisseuren, die da gewisse Filme gemacht haben. Also Indiana Jones nachher mit Harrison Ford, man kannte Harrison Ford ja vorher schon aus dem gleichnamigen American Graffiti Film und diverse andere kam er ja und dann war er ja da. Dann war er ja da, Han Solo, Harrison Ford und dieses Karamast und war okay und die Liebesgeschichte mit Leia und so, diese Plänkeleien da. Da haben wir gesagt, super, hat uns gefallen, alles hat uns gefallen. Auch der Seba hat uns gefallen, dieses ganze Märchen. Vor allen Dingen R2-D2, also R2-D2 und 3-3PO, ne? 3-CPO. Ja, hat uns gefallen, hat Spaß gemacht, hat uns richtig Spaß gemacht. So, dann kam das Feindbild mit Jar Jar Binks, jetzt kommt das Feindbild mit Pong, ne? Pogola, Pokémon. Ach herrlich. Wie gesagt, brauche ich zum ersten Mal ein Skript, weil ich hatte noch nie solche Fragezeichen heute. Ja? Der erste, der mich gefragt hat, den begrüße ich total und recht herzlich in Hamburg. Ja? Du hattest mich gefragt, wie, da hatte ich ja noch gar nicht so eruiert, da habe ich gesagt, ist okay, hat mir gefallen. Aber heute den ganzen Tag bei der Arbeit habe ich dann sehr oft und dann habe ich auch vieles gesehen und dann. Wie gesagt, was macht der Pinguin neben Chewbacca? Also das ist ein Hammer, der Pinguin. Ne? Ist gar keiner, ist sonst ein Eisvogel, ein gewisser. So, dann die Tonspuren, die da vermischt wurden. Man hatte die Aufnahme mal wieder, wie Kylo Ren irgendwo hinschaut. Dann Rey, ne? Luke ist geschockt, dass Rey ihm sein eigenes Lichtschwert übergibt. Er ist dann geschockt. So. Ich meine, die Hand haben sie auch wunderbar hinbekommen, ja. Ich verfüge jetzt nicht über CGI, deswegen kann ich meine Hand jetzt hier nicht. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal so einen Spezialhandschuh, der den nach. Ja, das wäre mal eine Überlegung. Kennt einer, weiß einer, wo man diesen Handschuh kaufen kann, der da aussieht wie die Hand von Luke Skywalker? Könnte man ja. So, dann gibt es die Parallele zwischen den Filmen. Damals wurde Luke auf Dagobah von Yoda unterrichtet. Ne? Dagobah, Yoda, wisst ihr ja noch. Und schwieriger zu deuten sind seine ominösen Worte. Ich habe diese ungezähmte Macht nur einmal zuvor gesehen. Die ungezügelte Macht. Ja? Damals hat mich nicht genug geängstigt. Also ich war nicht, naja, hab mich nicht. Ne? Aber jetzt, offenbar ist Luke von Reys Medichlorianer-Quote, beziehungsweise ihrer Macht,
aktiv beantworten. Also sie müsste an sich noch mehr Klone in sich haben. Medichlorianer-Quote. Also sie hat also mehrere. Also vielleicht hat sie sogar mehr wie sein Vater. Ja? Sein Vater hatte ja über 20.000. Und vielleicht hat sie ja noch mehr. Vielleicht ist sie ja die mächtige, vielleicht muss eine Frau kommen. Ja, vielleicht muss eine Frau kommen, die Star Wars in Gleichgang bringt. Nicht der Luke, nicht Anakin. Vielleicht war Anakin nicht der Auserwählte. Oder vielleicht war zu der Epoche Anakin der Auserwählte. Ne? So, vielleicht ist Rey jetzt die Auserwählte. Vielleicht ist Rey jetzt so mächtig, sogar mächtiger wie das. Deko, würde ich sagen. Aber ist halt so. Ja, nun entweder Darth Vader oder Kylo Ren, der ja Lukes Neffe ist und den er erst trainierte. Bis Kylo Ren die andere Jedi-Studenten umbrachte. Ja, so wie Anakin. Damals, ich tippe auf Kylo Ren, schließlich muss irgendwann zum Showdown Kylo gegen Rey kommen. Ja, ist klar. Aber die Frage lautet nur, wird Rey Sith oder irgendeine andere Form eines sogenannten Jedis, vielleicht kommt eine neue Art. Bei Disney ist alles möglich, wenn ich schon mit Pox und Pokémon, ihr versteht, was ich meine. Ja, jedenfalls zum Schluss sieht man ja, wie er den Helm da zertrümmert, aus welchem Grund auch immer. Und dann ohne Helm in seinem Flieger fliegt. Und wie gesagt, ja, man hat es natürlich gut dramaturgisch gemacht. Leia wird natürlich irgendwas spüren. Leia wird zwar irgendwas spüren, aber ich vermute gleich, dass sie Rey spürt. Dass sie Reys Macht spürt oder die Angst von Luke spürt, ihrem Bruder. Ja, sind ja nun mal alle verflochten, die Macht ist eins mit uns, wir sind die Macht und die Macht ist eins mit mir und so weiter und so fort. Da ist die Macht fließt. Die Macht fließt und vermutlich fließt sie dann durch Leia, durch Luke, durch Rey und Kylo. Ja, dass hier nicht untergehen ist klar, weil so viel Fluss, aber egal, ist ja nur die Macht, ne? Die Macht. So, er macht zwar die Hand, aber was er da will, weiß man nicht. Wie man da die Hand reicht. Aber Rey, die Hand reicht, dass Rey sich ausbilden lässt. Keine Ahnung. Aber der Beste ist Pock. Der Beste ist Pock. Ja. Falken sind es auch nicht. Es ist Pock. Ne? Hätte ich nie gedacht, so wie er schreit. Ja. Vielleicht ist der Pock auch so ein Macht. Oder empfindet die Macht. Oder vielleicht war er ja auch ein Lehrer. Wie die beiden, die hat man ja noch nicht gezeigt, man weiß auch gar nicht, ob man die wirklich zeigt, weil bei Pro7, ja, jetzt bin ich schon bei Pro7, bei Episode 7, ja, man kommt durcheinander, bei Pro7 mittlerweile nur noch Star Wars zeigt, bei Episode 7 wurde uns ja auch einiges nicht gezeigt, was an sich hätte gezeigt werden sollen, weil die Figuren waren zu kaufen, aber keiner wusste, welche Figuren das sind. Aber jetzt, wie gesagt, kommen die Porks und ein Seevogel. Ein Seevogel ist das. Ein Seevogel, irgendeine Art. Ne? So, und der kann halt sprechen, ist irgendwie so wie BBA irgendwie unterwegs, er kann halt sprechen und so weiter. Ist halt ein Lebewesen, ein großes Lebewesen. Worauf ich gerade hinaus wollte, ist, die anderen beiden Lebewesen hat man nicht gezeigt. Die beiden Schildkröten, die beiden Jedi-Schildkröten, die halt mit Luke Skywalker auf der Insel gelebt haben, in dem Jedi-Tempel, der unter der Erde sich befindet, der auch wunderschön nachgebaut wurde hier in London, um die Ecke, wo die dann da rumgedreht haben und gemacht haben. Also lassen wir uns mal überraschen. Die Originalaufnahmen, die werden ja wohl erfrischend sein, weil die glasklar waren. Man sah die Glasklarität, also dieses 4K ist klar und dann noch die Tiefe durch das 3D. Also Effekte, also an sich, wenn ich ganz ehrlich bin, 3D in der Form, nö. 3D wie IMAX damals, ja. Aber diese, nö. Ich habe mir den Karibik-Film in 3D angesehen und habe mich gefragt, warum war der in 3D? Da war nichts. Da war kein Special Effect, nix. Den kann man sich in 2D, in 3D kann man sich den klemmen. Ob der hier in 3D eine Wirkung zeigt, weiß ich nicht. Lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen. Hier empfindet das eh alles anders. Es hat sich gewaltig was geändert. Wenn man schon fragt, was ist das für ein Ball? Wenn man fragt, überhaupt, wie geht sowas aus, wenn man es schon anmacht?
Ja. Ja. Ist halt so. Ne? Man hat eine Menge, ist aber für die Menschen hier im Umfeld, wie gesagt, total uninteressant. Hier befindet sich die sogenannte Star Wars freie Zone. Hier hasst keiner. Hier ist ein Desinteresse. Ist halt ein Desinteresse. Die Leute haben gar kein Interesse hier für Star Wars. Ist eben so. Gibt es, gibt es. Ist natürlich ein bisschen frustrierend. Unser Eins, der so viel Spaß hat mit Star Wars. Unser einer, der 30 Jahre da gearbeitet hat für die deutsche PR, für Spielwaren, wer noch Rosskoten kennt, wer die Lichtburg und Karstadt noch kennt von den 70er Jahren, ja, in der 5. Etage, wo man dann als Darth Vader in der vollen Kluft im Original, daherlaufen durfte mit Bodyguards, die auf die Kluft, ich war uninteressant, aber die Kluft nicht, ne? Und wie gesagt, da war kein Kreischen, da war auch nichts mit Autogramm geben oder so, es war ziemlich ruhig. So, und so ruhig ist es jetzt auch wieder. Und in meinen Augen ein bisschen zu ruhig. Ne? Also ein bisschen wirklich viel zu ruhig. Aber wie gesagt, da müssen wir durch. Ich freue mich noch vom Rupert hier, die Bilder, die an sich ein bisschen Anklang gefunden haben. Einige staunen, sehen sich die Bilder an. Auch die Unikate hier, die es ja nur hier gibt, staunen einige und finden das toll. Die fragen zwar nach, wieso das hier ein Sky, also der Darth Vader ist logisch, das ist Anakin, klein. Anakin wird zu Darth Vader, das muss man den Leuten dann auch noch erklären, warum Darth Vader hier mit Anakin zusammen ist. Ja? Also ist schon manchmal doch merkwürdig. Aber ich sehe gerade, ihr fragt, gut, die Frage kann man beantworten. So ungefähr rennen die da rum, auch als erste Ordnung, ja? Als Snowtrooper. Also die Snowtrooper sehen wir zum ersten Mal in 8, bei 7 hat man sie uns ja weggeschnitten. Und der Film ist ja auch zum ersten Mal 10 Minuten länger, 150 Minuten. Wie gesagt, man muss auch irgendwie hinkommen, dass, wie gesagt, Leia und dass man dann irgendwie trauert in 9, kann ja sein. Jedenfalls muss man ja irgendwie hinkommen, Leia rauszunehmen. Wie sie jetzt rausgenommen wird oder wurde, weiß man nicht. Wir vermuten, beziehungsweise ich vermute persönlich, dass sie halt irgendwas spürt. Vor irgendwie, da stimmt was nicht, mehr auch nicht. Aber ob er sie jetzt wirklich angreifen wird, da mit seinem Fighter, weiß man auch nicht. Ja, da haben auch schon welche gewitzelt. Das sieht ja auch wieder Rennen, Podcast-Rennen. Ja. An sich ist das eine mega Schlacht, die da oben stattfindet. Und kein Pokémon und auch kein Podcast-Rennen. Ich weiß nicht, was am 15. oder sagen wir Heiligabend rum, wenn man Zeit hat, über diesen Film nachzusinnen, 10 Tage also gelaufen ist, was da abgegangen ist. Also bin gespannt, weil dann haben wir 6 Monate und dann kommt Han Solo. Ja, also abwarten. So, die Show ist zu Ende, wie gesagt, Trailer 2 ist geflossen, der ist gelaufen. Ist vorbei erstmal. Wir erleben uns dann nach Weihnachten, wenn wir dann schauen, die gesamten Resonanzen, weil jetzt ist irgendwie der Drops gelutscht, sagen wir mal so, der Drops ist durch. Mit dem Porsche müssen wir leben und wie gesagt, mit anderen Sachen müssen wir leben. Er tat mir ja wirklich leid, dass er da als Ball bezeichnet wurde und er tat mir leid, dass er unter Strom gesetzt wurde. Ne? Er hat voll einen abgekriegt. Ne? Also bei E8. Ja, Kumpel, wir hauen ab. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt. Und ich unterhalte mich noch ein bisschen mit dem Ball hier. Ne? Im Fußball, den neuen. Oh Mann, Mann, Mann. Mach dir nichts raus, Kumpel. Ne? Bist ein neuer Droide. Du kriegst sogar einen Bruder. Ne? Den BB9E. BB9E, den schwarzen. Den konnte man leider da auch noch nicht sehen, aber der kommt. Ist ja schon mal schön, dass wir ihn sehen durften. Man sah Poe Dameron, wie er da durchs Fenster schaute. Gut, es war so glasklar, dass man kein Fenster gesehen hat. Ob da wirklich ein Fenster war und ob er in einem Raumschiff war oder in irgendeinem Haus, weiß man jetzt auch noch nicht so genau. Wer also den Trailer so auseinandergenommen hat, wie ich ihn persönlich jetzt auseinandergenommen habe, jedes einzelne Bild, habe ich dann eine Menge festgestellt und eine Menge gesehen, wo natürlich Fragen sind. Vorher waren da noch Teaser da, die man sich auch noch anschauen konnte.
Dann gab es ja noch Making-of-Trailer. Und wenn man sich das Ganze mal schön zusammenschneidet oder halt streamt, sie raussucht, alle raussucht und dann streamt, auf einem schönen großen Monitor sich zurücklehnt und sich das da alles mal anschaut. Also wer so eine Möglichkeit hat, sollte es mal machen. Und dann stellt er eine Menge fest. Ja, und wenn er dann Zeit und Lust und Laune hat, dann macht er auch noch ein Stoppbild, druckt es vielleicht aus oder übernimmt es und zeigt es uns bei Facebook. Und ja, da sind wir auch bei Bilder. Ja, jetzt so ein 38-Jähriger in Berlin hat jetzt Bilder wieder erfunden. Das heißt also, man zeigt die Bilder nicht mehr bei Facebook, sondern man hat die Bilder echt in der Hand. Ja, denkt euch mal vieles aus. Mir fällt auf, dass wir so mittlerweile ab 80 angefangen zu geboren worden, dass die uns einen erzählen wollen und wir Älteren, die halt 40 Jahre vorher geboren wurden, irgendwie Auslaufmodelle sind. Ja, wir sind halt R2-D2, R2-D2, 3-3-PO, 3-PO, wir sind Auslaufmodelle. Wir haben noch 4, 5 und 6 genossen, richtig genossen. Dann haben wir 1, 2 und 3 uns angeschaut. Dann haben wir uns die Klonkriege angeschaut. Ja, dann haben wir uns die Rebels angeschaut. Und jetzt werden wir wieder EP8 genießen, Han Solo genießen, E9 genießen. Und was da so zwischenkommt, schauen wir mal, werden wir dann schauen und ansehen. Denn für uns ist alles Star Wars, egal was, ob Zeichentrick, Animation, Film, Hörspiel, Bücher, Comics, alles Star Wars. Nur so zum richtigen Nenner kommt man nicht, leider. Weil an sich Disney irgendwann mal so eine Wand bauen müsste. Das ist Luke Skywalker Märchen, die Familie Han Solo und Luke Skywalker, zack, fertig aus. Und nun fangen wir an mit Star Wars, den ersten Tag, wie die ja gekommen sind, die Aliens, ja, und angefangen haben, die Geschichte zu formieren, bis hin zu der Familie Skywalker und Han Solo. So, ich gehe mal mit ihm hier spazieren, er kommt wieder ins Schaufenster und ja, das war's. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart bei dieser Sendung heute hier über den Trailer 2 zu philosophieren. Hätte mich natürlich gefreut oder würde mich freuen, wenn ihr samstags erscheint zum Stammtisch und wir dann über den Trailer wirklich live philosophieren hätten können oder hätten wollen. Wenn nicht, nicht so schlimm. Hier ist halt Star Wars freie Zone. Hier interessiert niemand. Die Frage, was ist das für ein Ball? Kann man damit Fußball spielen? Also, passieren Sachen oder hier diese Gestik. Der macht nicht so, der macht so. Ne? So, so macht er. So. Kumpel, wir gehen. Ja, das ist halt so. Ja, lass dich dann komplett.